Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, Ottos Sportoutlet Oftringen, Möbelberger Oftringen und der HR Mohr Sennhof Garage in Rotrist. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zofiger Tagblatt. Zu 100 Sekunden Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Die katholische Kirchengemeindeversammlung hat am Montag zu oben einen Kredit für einen Komplettumbau vom Gemeindesaal gesprochen. Das Kirchenrat Zofingen soll für 4,9 Millionen Franken umgebaut werden. Zusätzlich hat die Versammlung auf Antrag einen zusätzlichen Kredit von 100'000 Franken für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindesaals genehmigt. 30 Jahre lang hat das Zofinger Vokalensemble Opus 48 gesungen. Seine lange Chorgeschichte findet mit einem Abschiedskonzert in der Zofinger Stadtkirche an diesem Samstag aber ihr Ende. Die Gründer Peter Baumann und Hans-Peter Dietschi sagen, dass sie die schwere Entscheidung haben müssen fällen aufgrund von fehlenden Sponsoren und der Überalterung der Mitglieder. Mit Stück von Bach und Telemann findet das Abschiedskonzert am 20. November in der Stadtkirche Zofingen statt. An der Herbstversammlung vor Mitte 60+ haben der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf sowie die Mitte-Nationalrätinnen Ida Glanzmann und Priska Wismer referiert. Politische Mandatsträger seien meistens in Eile. So verabschiedet die Präsidentin Marianne Kneubühler der Guido Graf vorzeitig. Nicht nur mit Würstchen, sondern auch mit der Aufforderung, von seinem Amt zurückzutreten und einer Mitte-Frau den Weg in die Regierung frei zu machen. Der Graf hat bereits kommuniziert, bei den Kantonsratswahlen 2023 nochmal anzutreten. Die Luzerner Kantonsregierung ist seit dem Rücktritt der letzten Frau im Gremium 2015 eine Bastion von bürgerlichen Männern. Mehr zu diesem Thema und weitere News aus der Region gibt es in der gedruckten Ausgabe vom ZT und auf zofingertagblatt.ch. Adi miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZT Newsroom ist Ihnen präsentiert worden von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Möbelberger, der Inneneinrichtungsspezialist in Oftringen für Möbel, Bettwaren und Vorhänge. Ottos mit dem Sportoutlet in Oftringen, grosse Marke zum kleinen Preis. Und der HR Mohr Sennhof Garage in Rotrist. Ihre Fortvertretung kompetent und sympathisch.